Ja, sehr willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie ist nach Gottlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2 und sind jetzt irgendwo dabei, uns auf den Weg zum Widerstand zu machen, weil der Widerstand hat ein paar Billen für uns. So, wir fahren das mal weiter Richtung dieser logische Kreuzung und dann schauen wir einfach mal, dass wir dann dort drüben vielleicht auch noch den kleinen Stützpunkt freisetzen können. Und dann wäre auch ein Waffenladen mal ganz praktisch wieder, weil da finden wir dann nämlich auch ein bisschen Ausrüstung, würde ich sagen. Weil wir haben nämlich das Problem gehabt, dass es unsere Scharfschützengewehr zerlegt hat. Aber hört ihr das Geräusch? Das klang gerade so. So. Geht's noch weiter in die Richtung. Gucken, ob da keiner entgegenkommt. Weil hier haben wir natürlich wieder das Problem, dass uns lustige Patrouillen auflauern könnten. So. Da drüben ist ein. Drüben ist ich park mal hier am Rand. Steig mal sportlich aus. Ja. Sieht gut aus. Mich interessiert das da oben. Ein abgestürztes Flugzeug und ein Buggy. Ah, ich glaube, da oben waren wir schon mal. Da befindet sich, da war das leider eine Tonbandgerät. Aber mich interessiert hier drüben die Hütte da. Waffentechnisch sind wir natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt. Was heißt eingeschränkt? Wir haben eigentlich nur noch das große Kaliber. Und ich interessiere mich dafür. So, da haben wir da einen stehen. Da läuft einer. Und dahinter am Baum steht noch einer. Also haben wir es mit schicken drei Mann zu tun. Denen werden wir jetzt einen Besuch abstatten. Beziehungsweise... Mal schauen, wie wir da hinkommen. Das erste Problem, was ich nämlich sehe, ist, es geht abwärts hier. So. Die haben uns hier nicht bemerkt. Und dann kommen, springen wir kurz mal rein. Dann tauchen wir mal hier unten ein bisschen unten lang durch. Hin zu dem Boot. Oh. Das sollten die uns jetzt nicht bemerkt haben. Und dann versuchen wir mal, ob wir hier nach oben kommen, beziehungsweise erstmal schauen wir hier nochmal kurz rum. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir hier ein bisschen Munition noch finden. So, wir gehen dann mal hier hoch. Da ist das Feuer. Ein bisschen hocken, da nicht schaden, weil Deckung ist immer sehr zum Pferd. So, wir gehen natürlich nicht den Weg lang. Wäre sonst albern. So, überfallkommandsartig sind wir da reingerannt und die Sache geklärt. Wenn das nicht super lief wie im Bilderbuch, dann weiß ich auch nicht. So, auf die Hütte gucken wir mal rein, was da los ist. Ah ja, das haben wir jetzt freigeschalten. Wir haben jetzt da immer einen kleinen Medipack-Kasten dabei und das ist auch gut so. So, das heißt, hier sind wir dann fertig. Hier würde der Weg lang führen. Dann gehen wir mal kurz nach drüben. Mal gucken, ob wir vielleicht auch mit Bötchen fahren können. Wäre ja auch eine super Aktion. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Sollten wir auch die Karte werfen. Wir könnten natürlich auch mit Bötchen weiterfahren, wobei das nicht so wahnsinnig viel bringt. Aber es bringt auf alle Fälle uns was. Dass wir da drüben kommen mit trockenen Füßen, würde ich sagen. Alleine deswegen nutzen wir mal das Bötchen. Und ziehen da mal ja gespornt aufs Land. So, wir waren ja schon mal nass, da brauchen wir die nochmal nass werden. So, ein Bötchen rutscht zurück und wir suchen mal einfach mal, dass wir hier unser Fahrzeug wiederfinden. Das steht ja da oben rum. So, aber trotzdem kann ich da nachher nicht verstehen, wir schauen trotzdem mal da oben. Nach dem abgestürzten Flugzeug. Weil wie gesagt, ein Flugzeugwrack haben wir schon mal gesehen. Das riecht ja danach, als wären wir noch nicht hier oben gewesen. Ah, da ist der Turm. Ah, ich erinnere mich. Da war das wohl ein anderer Spielstand. Woher
beziehen Sie die Waffen. Viele glauben, sie kämen alle aus der Ex-Sowjetunion. Damals, 89, konnte man etwa 2 Jahre jede Menge abgreifen. Aber das ist vorbei. Ich verschiebe Waffen. Ich profitiere von ihrer Zirkulation. Wenn in Liberia Waffenstillstand herrscht, werden dann 2000 Tonnen Waffen verschrottet? Nein, die kaufe ich auf und bringe sie im nächsten Krieg auf den Markt. Dieselben Sowjetwaffen von 1989? Die Hälfte etwa. Der Rest kommt aus alten europäischen Militärbeständen. Nach Auflösung der Kolonien in den 60ern und 70ern. Franzosen, Holländer, Belgier. Einige dieser Waffen sind also schon alt und wurden immer und immer wieder verkauft? Biologisch abbaubar sind die nicht. Das sind nur die Toten. Okay, da haben wir wieder was gelernt und irgendwie das. Irgendwie ist. Dann zeigt dir der Punkt nur an, dass das Tonbandgerät da ist. Ich bin auf das schicke Fahrzeug hier mal gewechselt, weil das macht ein bisschen mehr Spaß. So ein kleiner frecher Flitzer hier. Und hier blinkt was. Das heißt, wir steigen mal aus. Und gehen mal in diese Richtung. Okay, irgendwo in diese Richtung da müsste wohl ein Köfferchen sein. Bin ich im. Da sieht man das Köfferchen, das haben wir von oben gar nicht gesehen. Wollen wir gucken, ob wir da runterkommen. Und in der nächsten Session machen wir es knacken, wie wir da raufkommen, würde ich sagen. So. Köfferchen nehmen wir da einen Stanken mit, auch die Munition. So, Munition. Da haben wir ja Schwein gehabt, aber nach unten gegangen sind. Da hat uns das sogar genutzt, dass wir so Diamantengeilheit hier den Arsch gerettet hat. Und wir wahrscheinlich dem lustigen. Okay, der gerade ein bisschen unser Auto schrottet, habe ich das Gefühl. Ja. Das waren die Freunde. Das heißt aber auch, die werden wiederkommen. Und da, wo wir hin müssen, ist auf der anderen Seite. Beziehungsweise müssen wir irgendwann nach da kommen. Wenn die hier lang gefahren sind, besteht natürlich ganz groß die Gefahr, dass sie da noch wieder wenden. Die fahren da auch weiter. Wir ignorieren das einfach mal und versuchen uns irgendwie durchzuschlagen und müssen irgendwie zu dem lustigen Ort da kommen. Was sich hier leider als schwieriger als gestaltet als erwartet. Da kommen wir nicht mehr hoch. Da sollten wir vielleicht doch nochmal auf das Navi schauen. Okay. Wir müssten doch über die Brücke. Gucken, fahren wir vorne mal zu der kleinen Hütte, ja. Ja, das war es mit der Weg hin. Da war das Wasserchen definitiv zu niedrig. Das ist eine große Scheiße. Ja. Hier ist keiner. Eigentlich klar. Also nicht auf mich hören, wenn ich sage, da geht's lang, sondern lieber mal der Karte folgen. Und dann hoffen wir, dass wir dann auch irgendwie wieder zu einem Fahrzeug kommen. Aber ich denke mal, die netten Herren da drunten werden sicherlich ein paar Fahrzeuge für uns haben. Wir gucken mal, Granaten haben wir, glaube ich, da. Jo. Machen wir das einfach ganz mal so hier. Jetzt wissen die auch, dass wir da sind. So, da hast du dich zu früh rausgekommen. Jo, mein Bräutchen, da hast du was verloren.
So, du fällst auch um. Da hinten läuft noch einer spontan quer. Ah, das ist immer das Problem mit gebrauchten Waffen hier. Okay. Den werden wir wohl nicht sauber erwischt haben. Aber auf alle Fälle mal genug Fahrzeuge, die wir mitnehmen können. Der ist auch super. Dankeschön fürs Mitnehmen. Munition. Fahrzeug quietschen gehört. Die Ecke kennen wir, waren wir ja auch schon mal unterwegs. Da haben uns. Waren wir hier schon mal. Ja, hier waren wir ja schon mal, einmal. Das war mal diesmal nichts mit Goal. Gut. Wollen wir eh das Fahrzeug hier haben. Dann geht es nämlich nach da weiter und da vorne kommt dann die Abfolgung. Und zwar hier mal mittig durch. Wir hatten ja den Reifen ja mit auf die Straße gepackt. Das ist ja Verkehrshindernis. Wenn man das sich da so anschaut, da haben wir den Busstopp. Und dann geht es hier lang weiter. Ich weiß aber jetzt schon, dass da vorne noch ein Checkpoint kommt. Oh. Den sehen wir, glaube ich, schon da. Wollen wir mal Vollspeed rein hier. Nehmen wir den einfach mal schwer unter Feuer. Richtig schwer unter Feuer nehmen, haben die Leute natürlich dann irgendwann aufgehört zu schießen. Oh. Billigen tut ja noch einiges. So, jetzt aber mal für Ruhe gesorgt hier. Also noch einer. Ich versuche ja gerade die ganze Zeit in die Hütte da. Ach, scheiß drauf hier. Gerne an, nochmal eine. Molotows haben wir dafür mehr. Dann setzen wir da drüben ein bisschen Brand. Und guck mal, da qualmt auch ein bisschen. Einmal den Grund für die ganze, da haben wir genug Wachmaterial. Oh, gerade quietschen gehört. Ah, da drunter ist wieder einer. Jo. Warum der qualmt und dampft, das weiß ich auch nicht. Aber wenn wir richten, weil ich habe keinen Bock zu laufen. Weil am Ende der Straße wartet dann nämlich unsere Medizin. Die sollten wir auf alle Fälle mitnehmen. Oh. Gehen wir mal gucken. Brennt ja kräftig noch hier ein bisschen durch die Gegend. Nehmen wir die Munition mit. Sonst sieht es super aus. Flasche Wasser können wir uns auch gönnen, ja. Schluck hinter. So, den haben wir ja gerichtet. Das schicke rote Wägelchen. Und weiter geht's. Die Freunde, die wir da gesehen haben, die werden definitiv uns gleich entgegenkommen. Weil die werden nicht verschwunden sein. Die Frage nur bergauf fahren ist kacke, da weiß man nie, wann sie kommen, und zwar jetzt ja. Oh, einmal feste drauf, ja. Kostet ja nichts. Okay, kostet doch bald was, und zwar unser Leben. Weil unser Freund ja ein bisschen abhangmäßig gerollt ist. Ja, müssen wir doch hier einsteigen. Dann hier lang rein. Guck mal, die aus der misslichen Lage wieder rauskriegen. Ja, gerade schon noch mal rausgekriegt. Oh, sieht kacke aus, ey. Der raucht aber kräftig. Oh. So, unsere Zeit ist eigentlich schon rum, aber wir nehmen doch noch mit. Wir fahren mal ganz schnell vor zu. Oh. Es blinkt. Es blinkt schneller und heftiger. Das heißt, hier irgendwo gibt es.
Aber um das kümmern wir uns erstmal beim nächsten Mal. Wir müssen ja nämlich auch von dir auf. Also haben wir vergessen, hier wohnt ja auch noch wer. Ihr werdet angegriffen, schon klar. Du weißt auch, auf wen du schießt, mein Freund hier. Da hinten, boah, er ist so rum. Haben wir ihn schon gehört? Wo war sie hin? Oh, woher ist er schon wieder gelabert, ja? Na, alles okay bei euch hier, meine Freunde? Ducken wir uns das Ganze. Ducken, habe ich gesagt, und schließen die ganze Sache noch ein bisschen ab. Ne, irgendwo ist noch einer hier. Jetzt. So, wir haben ja verstecktes Unterkunft freigeschalten. Da gehen wir dann auch gleich mal rein. Schließen das Ganze noch ab. Ja, servus, mein Freund. Ja, das habe ich wohl. Das habe ich auch dabei. Da hinten. Sie sind krank. Wir helfen Ihnen. Wir haben Medizin. Haben Sie die Papiere? Ja, ich habe Papiere. Gott sei mit Ihnen. Das ist die Feldapotheke oder was? So, Mission abgeschlossen. Das war's dann auch für heute. Wir machen jetzt Feierabend. War noch ein bisschen länger als sonst, aber das musste auch mal sein. So haben wir hier wenigstens ein Ende gefunden und können uns freuen über das, was jetzt kommt, und zwar die Endcard. Das hier am Ende, das ist die Endcard mit einer Videoempfehlung, die ihr auch schön kennt. Und zwar Let's Play Borderlands. Borderlands 1. Wir haben die Borderlands-Trilogie durchgespielt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Alle drei Teile. Hier ist der erste. Damit fängt der ganze Spaß an. Wenn ihr Bock auf solche Dinge habt, dann drückt den YouTube-Button, abonniert den Kanal, werdet dann Teil der Gruppentherapie und wir haben zusammen ein bisschen mehr Spaß. Kommentare können unten in den Kommentarbereich geschrieben werden. Und in der Videoschreibung gibt es nochmal einen Link zu Facebook und Twitter. Sonst noch einmal einfach einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn nicht, ist auch okay, denn ich bin MacBugago und sag's ja. Und ade.